Hallo und schönen guten Tag. Ich bin ja großer Fan der Backmesser. Hier mal das Pathfinder mit dieser schön geschwungenen Klinge mit dem Phenolgriff. Und mich hat nun gestern ein neues Messer erreicht von Back. Hier ist das gute Stück noch eingepackt und da bin ich doch etwas erschrocken, als ich das ausgepackt habe. Das war also, wie soll ich sagen, nicht im verkaufswürdigen Zustand. Die Parierelemente, Knauf, alles war oxidiert, mit Grünspan überzogen. Da sollte man als Händler doch mal drauf schauen, dass so etwas nicht passiert oder wenigstens mal reinigen, bevor ich es versende. Nun mal zu dem Messer. Hier ist das gute Stück nun. Ich habe da lange drauf warten müssen, weil es nirgends verfügbar war. Und es ist das. Ich habe den Namen vergessen. Natürlich nicht. Es ist das Back 118 Personal. Es ist ein reines Jagdmesser, so wird es auch beworben. Und hier ist nun das gute Stück. Ein wunderschönes geformtes Messer. Die backtypische Scheide mit der Prägung hinten von der Messernummer 118, vorne der Amboss und Back. Und auch auf dem Verschlussknopf steht Back. Hier ist nun das gute Stück Messingmonturen. Ich habe das zuerst geputzt. Messingmonturen, ein, wie ich meine, Kokobolo-Holzgriff, eine nach oben geschwungene Klinge. Die Klingenspitze geht auch ein Stück über den Griff hinaus. Trailing Point nennt man es im Englischen. Wir haben einen Hohlschliff. Wir haben den 420er HC-Stahl, gehärtet auf 58 HRC. Und das Messer wird hergestellt in den USA. Da ist immer noch ein bisschen Grünspan dran. Dieses Messer hier stammt nach der Klingenstempelung. Mal gucken, ob man, aber ich glaube nicht, dass man es sehen kann, aus dem Jahre 2014. Muss mich immer etwas wundern, die Messer, die nach Deutschland importiert werden, sind immer schon einige Jahre alt, was mich nicht stört. Wir haben eine 3 mm starke Klinge. Hier vorne nochmals eine Swetch angeschliffen, um die Spitze noch feiner zu machen. Das haben wir auch hier bei dem Pathfinder. Die Messer sind wunderschön. Die Klingenformen ausgefallen. Hier dieser Schwung nach unten. Hier diese Trailing Point, die nach oben über den Griff hinausgeht. Ein reines, wunderschönes Jagdmesser. Die Klingenlänge beträgt 11,3 cm, die Gesamtlänge 22,2 cm und der Griff insgesamt 10,8 cm. Das Messer liegt wunderbar in der Hand, ist ganz toll verarbeitet. Ein richtig schönes Stück. Jo Leute, ich habe da mehrere Monate drauf gewartet, bis es mal bei einem Händler verfügbar war. Und jetzt habe ich es. Es gibt in Deutschland wenige Händler, die Backmesser in dieser Art vertreiben. Und da kann es passieren bei ausgefallenen Modellen, dass da schon mal eine gewisse Wartezeit in Kauf genommen werden muss. Jo, das wäre es eigentlich gewesen. Mein neues Back in schöner brauner Lederscheide, super verarbeitet. Wunderschönes Messer. Jo Leute, das wäre es dann. Bis zum nächsten Mal, denne. Tschüss.